Mit drin wäre, meine ich, meine Frau. Ja. Ja, ist mir egal. Machen wir uns mal richtige Mucke. Oh, oh, yeah. Da kommen sie auch schon. Unsere lieben Freunde. Rammen sie wieder unschuldige Passanten? Nein, diesmal nicht. Schade. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht schon wieder aus dem Auto rausgezogen werden. Da kommt Maria und weg sind wir. Macht gut! So, und dann wollen wir nur hoffen, dass wir jetzt auch noch es schaffen, hier vernünftig zu entkommen. Ach, da vorne können wir doch schon direkt ein Bestechungsgeschenk einsammeln, oder? Dann ist ja nur noch ein Stern, dann sind die Bullen noch nicht mehr so aggressiv. Und die sind jetzt auch nicht wirklich aggressiv, die kommen auch gar nicht hinterher. Wo bin ich denn jetzt bitte hängen geblieben? Naja. Da ist auch einer gerade vorbeigefahren, der auf der Party war. Boah, dann haben wir das doch geschafft. Und das hat beim ersten Mal mal wieder nur ganz schön blöd gelaufen. Das ist übrigens im Hintergrund gerade der Beat von Scary Movies, von Bad Meets Evil. Bad Meets Evil, so. Royce of 5'9 und Eminem. Unbedingt mal abchecken, Leute, unbedingt. So, Mission erfüllt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Denn natürlich, Maria hat noch irgendeinen schlauen Senf zu ihrer Scheiße hier abzugeben. Ja, es könnte sein. Vielleicht. Wenn du willst. Wenn du willst, Baby. Boah, entschuldigt, ich hoffe, das hört man nicht zu krass jetzt auf der Aufnahme. Und wir können eigentlich noch eine Salvatore-Mission machen, oder? Wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind. Komm. Curlys Geheimkontakte. Leave us alone for a minute. The Colombian cartel is making spanks somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob who works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Okay, und schon haben wir unseren nächsten Auftrag bekommen. Wir müssen also den guten Curly beschatten und ihn dann verfolgen. Und wenn er der Verräter ist, müssen wir ihn umlegen. Ich glaube, da wäre eine Schusswaffe auf jeden Fall angebracht, aber da wir ja jetzt noch unseren Patriot hier haben, der wird es dann, glaube ich, auch tun. Gut, jetzt müssen wir schnell zu Luigi in den Club. Weil der gute Curly gleich nach Hause will. Und er fährt ja immer mit einem Taxi nach Hause, wie wir gerade erfahren haben. Ich ramme einfach mal alles weg, ist mir egal. Hier, vollkommen Latte. Och man, ja ganz genau. Hey, ihr seid doch alle bescheuert, oder? Mir die Kiste jetzt zerstört haben. Muss ich jetzt... Ach, da ist Curly ja schon. Ich
Trekometer. Curly hat den Club verlassen. Nicht zu nahe ran, sonst schöpft Curly Verdacht. Problem ist, ich habe auch keine Lust, irgendwie gerade in der Gegend hier stehen zu bleiben. Boah, Mensch, ey, du kannst keine Kurven schneiden. Ja, ganz genau, deswegen meinte ich nämlich, jetzt werde ich hier wieder angeschossen. Ich habe mit der ganzen Sache gar nichts zu tun. Das ist vollkommen unfair. Oh, 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 oh. Jetzt im Hafen, oder? War das so. Tatsache. Tatsache. Jetzt fährt er rechts in diesen großen Containerschiff, oder was das war. Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amy. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Ja, ganz genau. Und damit haben wir auch herausgefunden, dass er der Verräter ist. Und deswegen knöpfen wir uns Curly jetzt auf jeden Fall auch mal vor. Und das ist eigentlich ganz einfach, weil wir den nur überfahren müssen. Ja, da hat der gute Curly nicht damit gerechnet, dass wir von hinten ankommen. Deswegen packen wir uns auch einfach seine Schrotflinte. Die ist jetzt, ich habe einen dringenden Job für dich, Tony Cipriani, der gute Tony schon wieder. Ja gut, alles klar, dann werden wir uns jetzt erstmal ein bisschen mit Waffen einrüsten und dann werden wir die Mission bei Tony mal machen. Import-Export hat jetzt auch für uns geöffnet. Aber das ist erstmal uninteressant. So, wo hatten wir die Schrotflinte nochmal her? Von da hinten. Werden wir uns dann auf jeden Fall nochmal besorgen. So geil das Lied, ey. So. Kurz anhalten hier. Sammeln wir die nur kurz auf. 15 Schuss ist eigentlich schon eine recht gute Leistung. Und dann fahren wir noch zum Ammunition Shop. Vorsicht, da kommt ein Patriot vom Himmel. Ich könnte nochmal auschecken wegen einer schusssicheren Weste. Vielleicht finden wir ja hier eine. Irgendwie am Rand oder so. Ich bin echt verrückt auf der Suche danach. Ah, das sieht nicht so aus. Na gut, dann fahren wir einfach mal hier weiter lang. Kann ja eh nichts passieren. Hier war auch nichts mehr, oder? Ah, das können wir mal eben ausprobieren. Ist ein bisschen off-topic. Aber was will man machen? Irgendwie muss man da ja auch mal ein bisschen was erleben. So, jetzt nur gucken, dass wir trotz der ganzen Geschwindigkeit nicht hier runterfahren. Da ist nämlich Wasser. Und der gute Claude kann nicht schwimmen. So, der Tunnel da unten, der wird auch noch im Laufe des Spiels aufgemacht. Das war cool. In Liberty City Stories konnte man hier mit einer Fähre rüberfahren. Das war auch eine ziemlich coole Idee, wie ich finde. So, hier ist noch ein verstecktes Päckchen. Das nehmen wir dann auch noch mit.
sammeln wir mal nebenbei so, wenn wir wirklich schon versteckte Päckchen finden, sammeln wir die einfach ein. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt akribisch auf die Suche danach gehe. Aber wenn wir eins sehen, dann sammeln wir das natürlich auch ein. Ich habe es zwar nie geschafft, genau die 100 zu finden. So, wie ich das Spiel jetzt schon gespielt habe. Deswegen werde ich es mir auch nicht diesmal zur Aufgabe machen. Können wir uns jetzt überhaupt ungestört hier bewegen? Ohne direkt abgeknallt zu werden. Ich hoffe es. Gut. So, ich will ja nur ein paar Waffen. Mehr will ich ja nicht. Einmal gehen wir noch hier durch. So, Uzi, zack, da haben wir es doch. Sehr schön. So, dann werden wir aber jetzt nochmal eben zum Pay and Spray, weil die Kiste will ich auf jeden Fall noch ein bisschen behalten. Es sei denn natürlich, wir kriegen jetzt gleich eine Karre extra für die Mission. Aber ich glaube, die Mafia hat jetzt hier Oberhand, oder? Erstmal. Zu dem Bandenkrieg kommt. Wenn es überhaupt zu einem kommt, das habe ich gar nicht mehr so im Hinterkopf. Aber jetzt sind wir erstmal ausgerüstet und können zu Tony fahren. So, wir haben ja immer einen Geländewagen. Also können wir auch über Gelände fahren. Die Steigungen hier sind auch brutal.